Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch zurück zu Craft World und wir machen weiter hier mit unserem kleinen Bauprojekt, das immer größer wird, wie ihr seht, aber so ist es nun mal bei Craft World. Es bleibt irgendwie nie irgendetwas klein und irgendwie ist es ja auch schön, wenn alles immer weiter gebaut wird und größer wird und man immer mehr Ideen hat. Also ich persönlich mag das, das ist für mich persönlich der Reiz an solchen Spielen. Man fängt ganz klein an mit einem einzigen Zwerg und irgendwann mal fragt man sich, sag mal, wie bin ich eigentlich hier gelandet, wo ich jetzt bin? Geht's euch auch so? Würde mich mal interessieren. Also, was reizt euch an solchen Kreativspielen? Ist es auch so dieses, mal gucken, wo es hingeht, oder habt ihr von Anfang an einen Plan, wie es auszusehen hat? Weil ich persönlich gebe zu, also so einen richtigen Plan habe ich selten. Es ist mehr so eine diffuse Idee. Na? Okay, und die Zwerge sind schon wieder hungrig, weil ich schon wieder vergessen habe, den Fressalien hinzustellen. Ja gut, die Zwerge sind ja einiges gewöhnt. Zumindest bei mir. Ach Mist, 1, 2, 3, 4. So. Und so, genau, jetzt. Und jetzt tun wir denen auch wieder Essen hin. Diese verfressenen kleinen... Oh, die, aber dafür bekommt ihr diesmal Apfelkuchen. Lecki, schmecki. So, und passend dazu Fleisch. Apfelkuchen und Fleisch passt doch super, ne? Sollen sie sich quasi eine Pastete draus machen, wenn sie lustig sind. So... Fackel dahin, dass da auch ja nicht irgendwie komisches Gemüse auf eine Idee kommt. So, und meine Idee wäre es jetzt entweder hier noch... Ja, so eine Art Turm zu bauen. Das müsste man jetzt mal testen, ob das geht. Ich will natürlich, dass es auch dahin schießen kann, also muss da hier doch noch was hin. Es muss. Wir haben keine Wahl, sondern nur die Qual der Wahl. So. Genau, baut mal schnell dahin, ihr Kleinen. Ihr werdet vielleicht auch gleich sehen, was ich meine, worauf das hinaus soll. So. Vielleicht ist es auch zu hoch. Weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich eins niedriger gehen muss. Ist alles quasi noch im Entstehungsbegriff sozusagen. So, und jetzt brauche ich nochmal zwei solche Geschütze. Brauchen wir also wieder zwei Bögen. So, und Holz. Nein! Ach, Dussel. Ich bin so ein Dussel. Zack, zack. In Auftrag gegeben. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Stahl. Erstahl den Stahl. Den Spruch habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. Die. Aber so funktioniert mein Gehirn. Es ist total fragwürdig manchmal. Jede Menge Gehirnknoten, sozusagen. Wo quasi jeder Neurologe sagen würde, oh mein Gott, sofort operieren. So, aber ihr seht, was ich damit machen will. Hier soll ein Geschütz stehen und es soll dann dahin schießen und dahin schießen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich eins zu hoch gebaut habe. Was bedeuten würde, dass es nicht runter gucken kann. Also nicht weit genug runter gucken kann. Ne? Das ist wie bei World of Tanks quasi. Die Senkfähigkeit des Turms ist äußerst begrenzt. Interessanterweise kann er fast bis senkrecht schießen, aber nur fast. So, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob das hier irgendwas taugt. Wir wissen es ja noch nicht. Es ist alles noch Test. Ich weiß, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Ich habe doch selber keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Planlos im Weltraum. Der ist übrigens da oben. Ganz da oben. Wer wisst denn, wie auf einem Planeten? Also ist das gar nicht mal so falsch. Ach Gott, die Zeuge der Faulenzen hier rum. Das ist unglaublich. Ich muss denen mal mehr Arbeit verschaffen. So. So, genau, grabet mal das hier ab. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich damit fortfahren.
absichtlich jetzt mal so ein bisschen grotesk gehalten. Und ich hoffe, dass sie da dieses kleine Stückchen klettern können. So, ist der olle Turm jetzt quasi baumfertig? Sehr gut. Das sind nur 12 Milliarden gefühlte Baumaterialien, die man für diesen Turm braucht. Und wenn sie kaputt gehen, ist alles weg. So, ach Gott, uns fehlt ein Öl. Das heißt, wir werden gleich noch ein Öl bauen müssen. Pips. Und wie sieht es mit dem Öl aus? Ah, genau, das war das mit den Beeren. Einer Glasflasche, davon haben wir zum Glück auch noch. Und Stein, nicht Eisenerz. So. Und nochmal ein Geschütz gebaut. Nägelchen da rein, Hölzchen da rein, Stahl da rein, Öl, ein Bogen und genau, das Holz. So, haben wir es jetzt endlich. Das hier muss ja noch stehen bleiben, damit die da überhaupt hochkommen. Die Zwerge sind ja sonst ein bisschen kletterunfähig. Faul würde ich jetzt nicht sagen, einfach ein bisschen unfähig. Tollpatschig, was das angeht. Oh, und hier sollte ich eigentlich auch mal wieder zumachen, denn hier ist nämlich das Zuhause immer noch von unserer Ameisenaktion mehr oder weniger geöffnet, wie es nicht sein sollte. Ja, hier muss auch quasi... Doch, hier muss noch einer hin. Da muss noch jemand hin und ganz, ganz dringend dieses Eisenerz holen. Das ist mehr wert als alles andere gerade eben. Wir brauchen dringend Eisenerz. Ich könnte natürlich jetzt auch eine Tür hinmachen, aber eine Tür erfordert wiederum Eisenerz. Ich habe zu viele Türen gebaut. Ich, kleiner Türenfetischist, ich. So, erster Turm ist fertig. Dann stellen wir ihn mal da drauf. Mal gucken, was der Turm daraufhin sagt. So, weil dann... Ich habe nämlich jetzt was vor. Ich will das natürlich auch ein bisschen hübsch machen. Ich gehe davon aus, dass ihr da nichts dagegen habt. Denn hübsch ist ja sicherlich für jedermanns Auge besser als nicht hübsch. So, 15 sollten fürs Erste reichen. Dann will ich nämlich jetzt hier quasi so eine Art... in Anführungszeichen Turm bauen. Ihr seht schon, wohin das führt. Naja, mehr oder weniger. Sowas in der Art, ne? Plane ich jetzt hier. So. Ich habe schon auf anderthalb und habe das Gefühl, es ist immer noch nicht schnell genug. Weil die auch nicht arbeiten, die faulen Hunde. Da arbeitet gerade eben keiner am zweiten Turm. Ist das zu fassen? So, also wie gesagt, wir werden gleich feststellen, ob das von der Höhe her in Ordnung ist oder ob das zu hoch ist. So, eigentlich muss ich das jetzt sogar noch lassen, damit die da hochkommen, um diesen dieses Turmkonstrukt, das ich da haben will, zu bauen. Und das hier hat inzwischen auch... da ist wahnsinnig viel Eisenerz. Wahnsinnig viel Eisenerz. Wahnsinn, da muss ich runter. Und abgebaut quasi. Da, ich gebe euch sogar hier ein Portal. Hauptsache, er tut, was ich sage. Aha, abbauen, abbauen, abbauen. Ne, lass das mal. Du sollst deinem Kollegen hier nicht die Füße wegziehen. Ja, dieses Silberzeugs, da brauchen die quasi wirklich ewig, um das zu bauen. Ich würde ja das hier bauen, aber es ist einfach so teuer. So, Moment. Haben wir noch irgendwo einen Krieger, der noch kein richtiges Schwert hat? Nee. Das heißt, wir haben tatsächlich zwei Stahlschwerter übrig. Zwei Stahlschwerter übrig. Das ist gut. So. Dem hier auch erstmal eine Grundausstattung gegeben. Dass der quasi nicht mit nackten Händen oder mit dem Dolch da quasi rumhacken muss. Das wäre irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, unangebracht. So. Dips. Dips, dips, dips. Gott, in 10 Minuten kommt schon wieder so eine Welle. Ja, wir werden sehen, ob sie es bis dahin getan hat. So, jetzt seht ihr, was ich meine, wie ich es gerne haben will. So, dann kommt da noch eine Fackel hin. Und eigentlich dürfte dann quasi kein
Monster hochkommen. Aber die Frage ist, ob der Turm so weit runterschießen kann. Und damit quasi an der Stelle überhaupt nützlich ist. Wird sich zeigen. Und selbiges gilt natürlich für diese Stelle hier. Ah, das hier funktioniert. Sehr gut. Der kann darüber schießen. Yay! Immerhin funktioniert das. So. So. Und so. Alles klar. Okay, also wie gesagt, das hier funktioniert schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, der kann auch darüber schießen. Das ist super, super toll. Später gibt es übrigens noch bessere solche Fallen. Ups. Der Magier prügelt sich mit einer Spinne. Das ist natürlich für ihn eine epische Herausforderung. Denn er ist schließlich Magier. So, Moment. Zack. Na, komm, jetzt noch mehr. Sehr gut. Genau, baut mal schön hier alles ab. Die brauchen aber echt ordentlich lang dafür. Egal, Hauptsache sie tun es. So, du bist hier quasi jetzt fürs Erste fertig. Mit Betonung auf fürs Erste. Und hier ist gleich dasselbige passiert. Roller Geist, lass das. Ach, das ist ein Bibär-Schild. Also, so ein Vorsichtsschild quasi rausgeworfen. Mistkerl, die waren teuer. Naja, eigentlich nicht. Die habe ich quasi geschenkt gekriegt. So. Zack, zack. Die Zwerge sind schon wieder hungrig. Ist ja nicht zu fassen. Ich glaube, ich muss mehr Tische hinstellen. Oder größere, bessere Tische. So, jetzt machen wir noch mal ein paar Brötchen hin. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Brötchen quasi mit Fleisch. Dem einen oder anderen möge das munden. Und, noch richtiges Brot. Das sind halt auch schon 12 Zwerge, ne? Darf man auch nicht vergessen. Da ist früher oder später quasi schwierig, die Mägen zu füllen. Bips, bips. So. Bin auf den Testlauf echt gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den werden wir bekommen, ob wir wollen oder nicht. Und apropos, ob wir wollen oder nicht. Okay, der schläft, das ist gut. Ja, der soll sich aber auch noch ausruhen, sobald er fertig ist. Ja, den kann man gleich machen. Ausruhen. 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 Der fällt runter, nur weil ich sage, dass er sich ausruhen soll. Unfassbar. Ausruhen. Ausruhen. So. Ausruhen. Ausruhen. Boah, wie viele Zwerge haben wir denn, die hier angeschlagen sind? Ist ja unfassbar. So. So sieht jetzt momentan quasi hier unser Reich aus. Das kleine Zwergenreich. Hier oben quasi so eine Art Pilzkuppel. Und hier unten das Myzel. Also da, wo sie schlafen. Ja, wenn jetzt hier irgendwelche Prologen da sind, die werden wir wahrscheinlich höchstens halbs umdrehen. Lasst es bitte, den brauche ich noch. So, nee, aber wie gesagt, das ist so eine kleine Pilzform hier. Oder man könnte auch sagen, wie so eine Niete. Also wie so eine wie man früher Stahl quasi miteinander, also bevor man es verschweißen konnte, hat man es mit Nieten ja quasi festgenietet und sieht aus wie so eine Niete, die so in die Erde reingerammt ist. Passt ja auch ein bisschen zu den Zwergen, ne? Mit der Technologie und Gedöns. So, Moment, machen wir doch mal hier einfach hier, zu. Und zu. Falls nämlich wieder Goblins kommen, will ich nicht, dass sie den unteren Weg nehmen können. Das würde mir überhaupt nicht in den Kram passen. Die sollen dann, wenn schon, den oberen Weg nehmen. Wo sie durch so viele Türen wie möglich durch müssen. Okay, einige Zwerge sind jetzt schon wieder auf dem Damm. Zwerg wählen. Essen. 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 Was? Moment. Du sollst ausruhen. Du bist ja tatsächlich verletzt. Moment.
Du sollst essen, wenn du hungrig bist. Meine Güte, denen muss man wirklich alles befehlen. Faulenzen, du sollst essen. Momentan ist das Essen auf dem Tisch. So. Ja, wir haben noch knappe 2,5 Minuten. Wobei das keine 2,5 Minuten sind, also es ist ja weniger. Wir haben 1,5-fache Geschwindigkeit. Also sind wir quasi knapp über 1,5 Minuten gerade gewesen. So. Cool wäre es auch, wenn man so Treppen bauen könnte, ne? Geht ja irgendwie leider nicht. Und jetzt bin ich gleich auf diese Welle gespannt, die da gleich über uns hereinbrechen wird. So, Moment. Was ist denn das gerade gewesen? Ach so, das waren die Teile hier, alles klar. Dann... Was wollte ich denn gerade noch gucken? Feuerball hab ich. Ja, genau, die Dinger, die wollte ich ja noch mal reinziehen. So, weil die Geschütze brauchen wir ja gerade nicht. Ja, dann gucken wir mal, wie das gleich ablaufen wird. Ich mache extra mal auf mal 2, damit wir quasi diesen Kampf noch auf diese Folge kriegen. Zumindest hoffe ich das. Ja, ich werde jetzt nicht mitten im Kampf abbrechen. Das mache ich nicht, keine Sorge. Aber ich will sehen, ob sich da gleich was Entsprechendes tut. So, da unten wird noch gebuddelt. Kannst eigentlich auch noch das hier abbuddeln und das hier abbuddeln. Genau. Bam, 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 bam. Ah, wobei auf der anderen Seite will ich euch jetzt eigentlich hier oben haben. Kommt mal alle her. Alle. So, sind alle soweit für ein kleines, episches Gefecht. So, Geschwindigkeit auf 1 gesetzt und jetzt kommen sie. Wo kommen sie? Sie kommen diesmal rechts von uns. Und sie sind saumäßig nah dran. So, dahin gesetzt. Was? Ach ja, das habe ich vergessen. Irgendwann kommen sie von beiden Seiten. So. Jawohl, er kann schießen. Ja. Und die Fallen funktionieren einigermaßen. Ach ja, das ist runtergefallen, aber da können sie wieder hochspringen. Okay, bis jetzt funktioniert's. So, wenn die den jetzt hier down kriegen, dann ist das eigentlich ganz, ganz gut. Ach, shit. Ja, schafft ihr das? Schafft ihr das? Ja, sieht so aus. Bis jetzt kommen die Geschütze da drüben noch klar. Gut, 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 gut. Und hier machen wir mal ein bisschen Artillerieunterstützung. Müssen wir jetzt ein bisschen, dass das hier Na. Jetzt geht hier nämlich schon wieder ein Turm kaputt. Das will ich nicht. Oh Gott, nee, da muss ich jetzt eingreifen. Na. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Weil der macht übel Schaden. Oh, Glück gehabt. Und hier ist irgendwie eins von diesen Fallendingern kaputt. Kommt, greift da ein, ihr kleinen Zwerge. Oh nein, sie haben meinen Turm kaputt gemacht. Nicht schon wieder. Aber das funktioniert. Das ist gut. Das heißt, ich kann in Zukunft die Türme da oben hin machen. Das ist dann vielleicht sogar fast die bessere Alternative. So. Habt ihr gewonnen oder habt ihr gewonnen? Ich sehe noch keinen Zwerg jubeln. Ja, weil da noch welche sind. Gut zu wissen. Und der kann da ja nicht mehr hinschießen, weil er kaputt ist. Und jetzt, 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 jetzt. Gewonnen oder nicht gewonnen? Jawohl, gewonnen. So, aber das hier machen wir nochmal weg. Das hat ja nicht wirklich gut funktioniert an der Stelle. Da muss auf jeden Fall auch nochmal was hin. Und entferne den Holzturm, entferne den Holzturm. Die Holzturme kommen jetzt tatsächlich da oben hin. Das ist, glaube ich, besser. Da können die Zwerge, da können die Monstren weniger an ihnen Schaden ausüben.
So, zack. Und eigentlich dachte ich, ich hätte da genügend gesetzt. Ist da eins kaputt gegangen, frage ich mich gerade eben. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, genau. Baut die Dinger mal ab. Da kommen sowieso später mal andere Dinger hin. Dann kommt, das heißt, wir bauen jetzt Geschützturme hier oben hin. So, bumm, bumm. Na, kriegst du es kaputt oder ist es zu schwer für dich? So, wunderbar. Für den Anfang machen wir das so. So, liebe Leute, aber ich danke euch jetzt fürs Zuschauen, denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier quasi weitermachen und unsere Verteidigungsanlagen weiter optimieren. Ist halt alles, ja, Try and Error. Mal gucken, wie es funktioniert sozusagen. Und lasst mir doch bitte einen Kommentar da, wie ihr jetzt sozusagen vorgehen würdet, ob ihr das genauso machen würdet. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.